Bist du gerade gestresst? Also mir persönlich fällt es oft gar nicht so richtig auf, wenn ich gestresst bin, bis es dann zu spät ist und der Körper richtig Alarm schlägt. Erst wenn wir bemerken, dass wir gestresst sind oder dass etwas mit uns los ist, haben wir die Chance, etwas zu verändern. Wie Achtsamkeit bei der Stressbewältigung hilft, erfährst du in diesem Video. Falls du gerade gestresst bist, was ich durchaus vermute, sonst hättest du wahrscheinlich das Video nicht angeklickt, möchte ich dir unseren zertifizierten Stresspräventionskurs Umgang mit Stress ans Herz legen. In 10 Wochen begleite ich dich in kurzen Lektionen durch den Umgang mit Stress und das Ganze wird von gesetzlichen Krankenkassen auch erstattet. Dazu mehr über den Link in der Beschreibung. Und eine Sache, die natürlich besonders toll ist, die ich dir gerne nochmal eben mitgeben möchte, bei Online-Kursen wie unserem, die in kurze, ich sag mal eine Espresso-Länge, lange Lektionen unterteilt sind, hast du die freie Wahl, ob du alle Lektionen der Woche in einer Rutsche durchmachst oder ob du sagst, ach, ich möchte heute nur ein paar Minuten meine Pause eigentlich auch noch für Mittagessen und einen Spaziergang nutzen. Das ist also ganz dir überlassen und passt damit in jeden noch so stressigen Alltag. Doch jetzt erstmal weiter mit dem Thema Stressbewältigung durch ACT und dem heutigen Fokusthema Achtsamkeit. Vermutlich hätte die Eingangsfrage nicht sein müssen, ob du gestresst bist, sondern wie gestresst du bist. Denn wir lesen es in diversen Studien immer wieder aufs Neue. Regelmäßig von der Techniker Krankenkasse zum Beispiel herausgebracht, der Großteil der Bevölkerung fühlt sich regelmäßig gestresst. Und das ist ein Grund mehr zu überlegen, was können wir eigentlich tun? Und wenn du gerade überlegst, wie schlimm ist es, denn ich habe ja eingangs schon gesagt, bei mir ist das oft so, das schleicht sich so ein, dann möchte ich dir unseren kostenfreien Stresstest ans Herz legen, den du direkt machen kannst. Also für 0 Euro, du gibst dann, wenn du magst, deine E-Mail-Adresse an, um ein personalisiertes Ergebnis zu bekommen. Also spezielle Tipps für deinen Stresstypen, damit du nicht alles durchlesen musst und dann irgendwie dich nicht zurechtfindest, was jetzt gerade für dich gilt. Schau da also gerne mal rein, um noch weitere Impulse zu bekommen. Und mit diesem Gefühl, ah ja, ich bin gestresst, ist eben die Frage, was kann ich eigentlich machen? Also dieses Ich bin gestresst erfordert ja bereits die Achtsamkeit. Also ich bemerke, dass ich gestresst bin, weil ich zum Beispiel angespannte Nackenmuskulatur habe oder Kopfschmerzen bekomme. Das äußert sich ja alleine bei jedem Menschen auch schon anders. Und deshalb ist es auch gut und hilfreich, mal zu gucken, was genau stresst dich eigentlich? Was sind also deine Stressfaktoren oder anders gesagt Stressoren? Und die können von ganz unterschiedlichen Seiten kommen. Deshalb lohnt es sich da wirklich mal, sich kurz hinzusetzen und zu überlegen, welche Dinge in meinem Leben, in der Situation jetzt gerade stressen mich. Und wenn du das herausgefunden hast, dann kommst du vielleicht auch zu der Frage, oder hast du vorher dich auch schon gefragt, ist Stress eigentlich immer schlecht? Es gibt ja viele Menschen, gerade so in kreativen Berufen, die sagen, hey, ich werde immer erst so richtig kreativ, so kurz vor der Deadline. Und falls du auch so jemand bist, der so Sachen gerne herausschiebt, dann sei dir mal gesagt, nein, natürlich ist Stress nicht immer schlecht. Ich nehme das mal vorweg bei dem Video, was wir schon produziert haben. Es gibt die sogenannte Leistungskurve, eine umgekehrte U-Funktion. Und am Anfang kann Stress uns noch anspornen. Denn wenn wir unterfordert sind, dann machen die Dinge auch keinen Spaß. Und dann ja, machen wir sie vielleicht gar nicht erst, weil wir denken, oh ja, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? So ein mittlerer Schweregrad oder Stressgrad, der kann für uns richtig gut sein. Dann kommen wir in ein sogenanntes äußeres Empfinden. Und wenn wir darüber hinausgehen, also die Situation zu schwierig für uns ist und wir das Gefühl haben, wir schaffen das gar nicht, dann gibt es den sogenannten Distress und der verursacht eben Probleme, die kurzfristig einfach die Kopfschmerzen sein könnten und langfristig auch Kreislauf-Herzerkrankung sein können und auch wirklich massiven Schaden uns zufügen können. Deshalb ist es so wichtig, uns vielleicht auch mal zu fragen, wo auf dieser Kurve bin ich gerade? Oder anders gesagt, das benutze ich regelmäßig und möchte es dir auch ans Herz legen, ist so ein kleiner Stressmonitor oder so eine Stressskala. Also auf einer Skala von 0 bis 10 von mir aus, wie gestresst bist du gerade? Ganz subjektiv für dich mal entscheiden, fühl in dich rein, was ist das für ein Tag heute?
Und anhand dieser Skala kannst du dann verschiedene Maßnahmen ergreifen. Also diese Stressskala oder Anspannungsskala benutze ich total gerne in Workshop-Runden, die auch vielleicht gar nicht um das Thema psychische Gesundheit gehen und auch im Zwischenmenschlichen. Wenn ich weiß, jemand hat momentan viel Stress oder tendiert dazu, oft angespannt zu sein. Wir reden ja manchmal auch über das Skills-Training, das für Menschen ist in hohen Anspannungsgraden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute werden immer angespannter, also kollektiv. Es lohnt sich also dann da mal reinzugucken und zu überlegen, was kann ich tun, wenn ich wirklich sehr angespannt bin. Also alles über einer 7 braucht erstmal eine Entschärfung sozusagen. Wenn ich mit jemandem diskutieren oder sprechen möchte, der auf einem Stress- oder Anspannungsniveau von 7, 8, 9, 10 ist, dann hat das eigentlich keinen Sinn, weil das so viel Anspannung im Kopf ist, dass die Funktionen im Gehirn, da klar zu denken zu können, gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, da kannst du für dich auch schon mal überlegen, unterteilen, so wenn ich vielleicht in so einer Anspannung zwischen 4 und 6 bin, gibt es Dinge, die ich mir gerade Gutes tun kann. Also vielleicht ein schönes Getränk, ein toller Tee, vielleicht auch ein Kaffee, ein Buch zu lesen, mal nach draußen zu gehen. Das ist natürlich total individuell. Schau mal, was dir gut tut. Und wenn das dann so nach oben geht, dann braucht es schon etwas krassere Sachen, die uns wieder zurück ins Hier und Jetzt holen. So ein Eiswürfel im Nacken, ne? Oder eine Eisdusche oder ein Eisbad, was ich mache, ist so mein Skills-Training, wenn ich so in Wintermonaten immer nicht so gut drauf bin, das holt mich total raus. Haben wir natürlich nicht immer überall dabei. Es kann auch ein scharfes Kaugummi sein, Schärfe im Mund, also alles, was die Sinne wirklich ganz massiv anspricht, das kann im Skills-Training hilfreich sein. Ich sage jetzt aber bewusst kann, weil manchen Menschen, denen man so eine Chilischote in den Mund steckt oder so einen Eiswürfel in den Nacken, ne, bist du in der Diskothek und da will einer dem anderen gleich mal aufs Maul hauen und dann gibst du dem so einen Eiswürfel oder so eine Chilischote. Also ich glaube, dann haut er dir gleich mal aufs Maul. Also das ist individuell. Deswegen schau da auch in Situationen, wo du vielleicht nicht so angespannt bist. Finde ich sehr, sehr wirkungsvoll zu spüren, wo bin ich gerade? Also achtsam wahrzunehmen, wie geht es mir und was kann ich jetzt tun? Doch es geht darüber hinaus. Die Achtsamkeit wird nicht nur zum Bemerken, also zum Wahrnehmen genutzt, sondern sie hat auch noch diese Komponente des Nichtwertens und die Komponente, und die finde ich jetzt viel wertvoller, der Stressreduktion. Dazu hast du vielleicht schon mal gehört, gibt es den bekannten Achtsamkeitslehrer John Kabat-Zinn, der eigentlich Molekularbiologe ist und schon 1979, über 40 Jahre, diese Methode der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, A, B, S, R oder auch SM, Stressmanagement, erfunden hat. Und im Englischen heißt es dann Mindfulness-Based Stress Reduction, also MBSR. Dazu gibt es auch sehr viel spezifische Stressreduktions-Online-Kurse, auch zertifiziert. Dieser Ansatz ist also zertifiziert, wissenschaftlich erprobt, weil über viele Studien sich gezeigt hat, dass da eine Reduktion von Stressleveln angegeben worden ist von Menschen und auch messbar war, also in dem Stresshormonspiegel zum Beispiel. Und deshalb lohnt es sich total, Achtsamkeit auch als Tool zu verwenden, als Entspannungstechnik, die uns eben helfen kann, wenn wir sie regelmäßig machen, im Alltag weniger gestresst zu sein. Tatsächlich sind viele Studien bei Übungszeiten von bis zu 45 Minuten. Das ist natürlich relativ viel, doch es helfen auch schon kürzere Zeiten. Da geht es vor allem um die beliebte Übung Bodyscan, die wir ja auch als Video haben. Da kannst du einfach mal reinschauen, ist das was für mich? Für manche Menschen ist es noch ein bisschen schwierig und ungewohnt, in den Körper reinzuhören. Die Körperwahrnehmung zu schulen lohnt sich auf jeden Fall. Gleichzeitig, wenn du was Konkreteres brauchst, vielleicht probierst du es mit dem Video zu den ersten Sonnenstrahlen. Also auch das ist dann am Ende eine Audioübung im Video drin. Das ist ein bisschen handfester für Menschen, die jetzt in ihrem Körper rumspüren, noch nicht so für sich entdeckt haben. Und wenn es noch konkreter sein soll, dann gibt es auch noch die beliebte 5-4-3-2-1 Methode. Das ist also eine Achtsamkeitsübung, die wirklich auch schnell geht, können wir jetzt auch gerade mal machen. Vielleicht möchtest du Pause machen und du kannst auch, während du mir weiter zuhörst, üben. Was sind 5 Dinge, die du gerade sehen kannst? Wenn du 5 Dinge gefunden hast, wenn du mal so um dich rum schaust, gerne auch benennen, dann schau noch mal, ob es vielleicht auch 5 Dinge gibt, die du gerade hören kannst. Wenn ich jetzt weiter rede, mache ich es dir sehr leicht, dann ist natürlich meine Stimme da.
die macht es dir vielleicht auch schwer, weil du dann nur meine Stimme hörst. Da sind wir auch wieder bei dieser gezielten Aufmerksamkeitslenkung. Also es gibt viele Reize um uns herum. Die Frage ist, welchen von diesen Reizen möchtest du fokussieren oder welche? Und in diesem Fall wäre natürlich das Video toll. Im Alltag weiß ich auch, gibt es viele Menschen, die vielleicht das Video hören, gleichzeitig kochen und nebenbei noch mit jemandem sprechen. Second Screen ist ja auch Standard mittlerweile schon. Also einen Screen zu haben, der irgendwie der Fernseher, der abends läuft und wenn es mit einem Streamingdienst ist und gleichzeitig noch ein Tablet oder ein Handy auf dem Schoß zu haben, was ganz anderes zu gucken oder auch zu hören. Und da möchte ich nur mal sagen, kann es sich durchaus lohnen, mal einen kurzen Cut zu machen. Und mir hilft das auch in stresshaften Situationen, ganz viele Reize auszublenden. Wenn es gar nicht mehr geht, gehe ich in einen dunklen Raum, reizarm, nichts hören, nichts sehen, nicht erreichbar sein, durchatmen. Also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und auch eine Komponente bei mir in der Stressbewältigung und bei uns im Stressbewältigungskurs Umgang mit Stress. Und ich würde dir jetzt einfach raten und möchte dich einladen, mal mindestens eine von diesen Übungen auch auszuprobieren und zu gucken, wie fühlt sich das an, mit dem Hinweis, falls du noch nie Achtsamkeit geübt hast, kann das ganz schön herausfordernd sein. Wir bewerten auch so gerne immer wieder Dinge, wie zum Beispiel, oh, ich mache jetzt einen Bodyscan und spüre, da geht es mir nicht so gut und dann bleiben wir so anhaftend. Und das Schöne ist, wenn du schaffst, das nicht als, oh Mann, schmutziges Leid nenne ich das, zu sehen, dich selber zu verurteilen, selber zu bewerten, sondern zu sagen, aha, jetzt bin ich gerade wieder angehaftet an meinem Schmerz und möchte mich wieder zurück zur Übung begeben mit meiner Aufmerksamkeit, dann passiert wahnsinnig viel im Kopf, etwas, das dir eigentlich noch mehr hilft, in diesen Übungsstatus zu kommen und noch stärker dabei helfen kann, auch im Alltag diese Sensoren anzuhaben. Also aus Fehlern lernen wir ja auch. Wir haben leider in Deutschland eine schlechte Fehlerkultur. Deshalb, wenn du merkst, das ist noch nicht so ganz meins, mach gerne die Übung noch ein, zwei, drei Mal, vielleicht auch eine der anderen Übungen und entscheide dann für dich, ob dir das etwas bringt oder nicht. Nur bei einmal ausprobieren und zu sagen, vielleicht ist es ja auch meine Stimme, die für dich nicht funktioniert, dann versuch es bei jemandem anderen. Manche Menschen haben eine Vorliebe für männliche Stimmen, andere für weibliche Stimmen. Also probier es aus und lass mir gern einen Kommentar da, wie es für dich gewesen ist. Ich freue mich auf die Rückmeldung und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.